Dirt Rally ist endlich aus der Early Access Phase herausgekommen und als vollwertiges Spiel erschienen. In unserem Testvideo erklären wir euch, warum der jüngste Teil von Codemasters Racing-Reihe ein absolut hervorragendes Spiel geworden ist, aber trotzdem so speziell ist, dass es vermutlich nicht jedem Fan der Vorgänger gefallen wird. Dirt Rally entfernt sich nämlich vom Realismus-Arcade-Mischmasch der letzten Titel und ist wieder eine reinrassige Simulation im Sinne der alten Colin McRae-Rally-Teile. Es gibt kaum Fahrhilfen und erst recht keine Rückspulfunktion. Wer auf den hundsgemeinen Strecken bestehen möchte, muss jederzeit voll konzentriert sein und das Fahrverhalten seines Vehikels aus dem FF kennen. Gerade bei solch motorisierten Bestien wie dem legendären Lancia Stratos ist dies jedoch leichter gesagt als getan. Doch nicht nur auf jedes einzelne Fahrzeug muss man sich einstellen, auch die Strecken fordern immer wieder aufs Neue. Das Feedback des Streckenuntergrundes ist hierbei absolut herausragend. Egal, ob ihr mit einem Lenkrad oder mit dem Gamepad spielt, man spürt jede Eisplatte, jede Bodenwelle, jedes kleine Steinchen auf den Schotterpisten. Dadurch wird ein hervorragendes Rallye-Feeling vermittelt, das es so bisher noch nicht gegeben hat. Dadurch, dass man so ein gutes Feedback hat, können sowohl Anfänger schnell ihre Fehler nachvollziehen, als auch Profis daran arbeiten, ihre Zeiten zu verbessern. Doch neben der klassischen Rallye gibt es natürlich auch noch andere Spielmodi. Rallycross ist bereits aus Dirt 3 bekannt und beschert euch direkte Duelle mit euren Kontrahenten. Rempeleien gehören hier zur Tagesordnung, auch wenn es die KI-Fahrer manchmal mit der Aggressivität etwas übertreiben. Die Rallycross-Rennen haben jedoch einen kleinen Kniff. Einmal pro Rennen müsst ihr nämlich die sogenannte Joker-Runde fahren. Diese ist ein kleiner Umweg nach der Start- und Zielgeraden, der natürlich Zeit kostet. Hier müsst ihr also abwägen, wann ihr den Joker zieht, damit er euch keine Plätze kostet. Das ist anfangs ungewohnt, entpuppt sich aber schnell als schönes Feature. Blöd ist allerdings, dass beim Rallycross gerade einmal 3 Strecken und 6 Fahrzeuge zur Auswahl stehen. Ebenfalls gibt es die Disziplin Hill Climb. Hier wählt ihr aus 3 verschiedenen Autos und rast anschließend den berühmten Pikes Peak hinauf. Da ihr allerdings ohne Beifahrer unterwegs seid, der euch die Kurven ansagt und die Strecken verdammt fies sind, ist dies mit der Abstand schwerste Modus in Dirt Rally. Bis ihr hier vorzeigbare Zeiten hinlegt, braucht es so einiges an Übung. Das Herzstück ist aber natürlich die klassische Rallye. Im Karrieremodus könnt ihr zwar auch die anderen beiden Disziplinen fahren, dafür fehlt euch jedoch anfangs das Geld. Ihr startet also entweder mit einem 60er Jahre Mini Cooper oder einem Lancia Fulva und verdient euch mit erfolgreichen Rennen genügend Moneten, um schließlich weitere Fahrzeuge freizuschalten. Die Karriere ist dabei ziemlich bieder präsentiert und schickt euch eigentlich nur von Rennen zu Rennen. Die Motivation kommt eben nur über den Fahrspaß. Aber von dem bietet Dirt Rally ja glücklicherweise mehr als genug. Außerhalb der Karriere kann man aber auch sofort mit allen Fahrzeugen auf allen Strecken loslegen und so schon mal ausprobieren, ob ihr mit dem begehrten Vehikel überhaupt zurechtkommt. Dennoch hätten wir uns zumindest eine Art Fahrschule oder einen sonstigen Trainingsmodus gewünscht, da die Lernkurve in Dirt Rally doch arg steil ist. Wer sich nicht einarbeitet und durchbeißt, bis die ersten Erfolge sichtbar sind, könnte sonst sehr schnell frustriert sein. Das ist aber Meckern auf verdammt hohem Niveau. Trotz der hohen Einstiegshürde und dem etwas geringen Umfang ist Dirt Rally ein fantastisches Rennspiel geworden, das den Rallye-Sport so gut einfängt wie kein Titel zuvor. Wer auch nur ein bisschen für Rennsimulationen übrig hat, kommt an diesem großartigen Titel einfach nicht vorbei. So ein überragendes Fahrgefühl haben wir jedenfalls schon lange nicht mehr erlebt. Dann nehmen wir dann auch gerne die eine oder andere Bruchlandung in Kauf.